Oder? Ja. Sehr schön. Dankeschön. Danke. Bitte beruhigt euch. Dankeschön. Hattet ihr eine angenehme Pause? Ja. Ja, war die Pause so, wie ihr euch das vorher vorgestellt habt? Ja? Ach, war schön. Ja, ich war ja während der Pause. Ihr habt euch umgesetzt? Auch schön, ne? Ja. Oh, guck mal, wie süß sie da sitzen, ne, die drei. Oh, wie Tick, Trick und Track, ne? So, ich war ja im Backstagebereich, ich lasse euch jetzt in Ruhe. Ne? Ich war im Backstagebereich, Michael hat das ja schon verraten, das ist ja riesengroß. Ne? Riesengroß, mehrere Quadratkilometer, kannst du fast sagen. Also das stimmt, die Bühne ist also nochmal das Gleiche, nochmal, ne? Aber noch schöner. Ne? Der Boden ist komplett anders, Marmorboden. Ja, ja. Und dann sind die Wände, also da gibt es auch so eine Säule, ne? Aber die ist hier mit Swarovski. Die Fußleisten aus Bernstein. Ja, 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 ja. Und dann kannst du dann als Künstler, gibt es dann verschiedene Ecken, die haben sich hier Gedanken gemacht über die Künstler. Ne? Da gibt es dann verschiedene Ecken, wo du dich dann aufhalten kannst. Das ist ja riesengroß. Ne? Es gibt zum Beispiel eine Ecke für so überhebliche Künstler. Du hast aber eine schwache Blase, ne? Du musst ein bisschen trainieren. Kannst du beim Sitzen immer anhalten, anhalten, anhalten. Lass dir das von den Älteren erklären, wie das geht. Die üben das auch schon länger. Ne? Kriegst du alles unter Kontrolle. Immer schön üben, üben, üben. Ne? Können auch jetzt immer wieder mal. Selbst im Stehen geht das. Geht super. Ne? Kann man so früh wie möglich anfangen. Auch wenn man isst, kann man das machen. Ne? Ich weiß gar nicht, wovon wir sprechen. Ist auch nicht schlimm. So, es gibt zum Beispiel gibt es Künstler, so hochnäsige Künstler. Kennst du? Nicht ich, die anderen. Und da haben die so eine Ecke mit Bällchen, so ein Bällchenbad. Kennst du so ein Bällchenbad? Da kannst du so rein. Für mich ist das nichts. Nee, ich finde das unhygienisch. Ne? Außerdem kannst du nicht tief gucken. Ich weiß ja nicht, ob da schon jemand verendet ist. Ich vermisse einige Kollegen. Ne? Ja, ja. Und dann gibt es noch eine andere Ecke für so, wie soll ich sagen, für so nervöse Künstler. Nicht für mich, für die anderen. Da haben die einen Rollrasen gelegt. Da müssen wir gleich mal drüber sprechen, Michael, wie er das hingekriegt hat. Das werden auch bestimmt die beiden hier, werden sich dafür interessieren. Die haben, ja, pass auf, die haben da einen Rollrasen gelegt und der ist angegangen. In der Ecke. Ich meine, das ist doch was für die Gartenabteilung, machst du doch auch. Ne? So. Da legst du dich also hin, und entspannst dich, ne? Dann ist da so, so ein Kassettenrekorder mit einer Kassette drin. Erklär mal, was das Kassette ist. Da sind so Klänge drauf, wie Wasserrauschen und Wasserplätschern und alles, Wind und eine Zimbel. Bing, 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 also richtig zum Entspannen. Ne? Und dann gibt es auch noch so eine ganz angenehme weibliche Stimme, die mit einem spricht, damit man so runterkommt. Ne? So vergleichbar mit meiner. Ja, ich klinge wie eine Lerche, wenn du genau hinhörst. Ne? Aber die redet ja auf Englisch, weil sind ja auch internationale Künstler hier auf der Bühne. Und dann sagt die, ah, welcome. Das ist Oxford-Englisch, das versteht nicht jeder. Sanifair, schön. Ist wirklich sehr, sehr schön, die Kassette. Und ich denke noch, die kennst du irgendwoher, die Kassette. Naja, auf jeden Fall. Liegst du dann da, hörst die Kassette an, dann haben die da so Karnickelfreilaufende, ne? Ja, die kannst du dann streichen für die Nerven. Ich krieg da Hunger vor. Und ich habe gesagt, nimm mir das weg. Ja, ich hatte direkt Rezepte mit brauner Soße im Kopf. Weißt du, lass das. Weg damit. Ich bin dann in meine Ecke, ich habe eine sehr kleine Ecke, die haben die auch zugehangen. Also musst du das so durch so einen Schlauch, musst du da so durchkrabbeln. Und dann habe ich da so einen Holzschemel. Ich brauche ja nicht viel. Da sitze ich dann drauf. Ich habe dann so ein Tellerchen mit so einer Brotkruste. Ich brauche nicht viel. Und wie ich da so hocke, habe ich dann nochmal die erste Hälfte Revue passieren lassen. Habt ihr ja sicherlich auch. Ihr habt ja auch über die erste Hälfte. Ne? Da waren ja Sachen dabei, das glaubst du ja gar nicht. Ne? Das kann ja alles gar nicht stimmen. Ne? Habt ihr auch gedacht, das ist so alles nur geschauspielert. Ne? Auch von dem Publikum, was teilweise hier sitzt.